Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Ja, bald ist wieder Ostern und ich habe natürlich auch nicht die Ostereier von den Kinderüberraschungen vergessen. Von den Kinderüberraschungen. Okay. Ich meinte, ich habe natürlich auch nicht die Maxi-Kinderüberraschungseier vergessen. Und ich habe auch noch die Riesenüeier, die habe ich auch noch geholt. Und ich habe natürlich nicht nur eins, sondern ich habe gleich 5 Stück. Ich kann sie nicht in einer Hand hochheben. Ich hatte schon bei dem Thumbnail ein Problem, das überhaupt alles hochzukriegen. Ich hoffe, sie sind noch ganz. Sie sind mir nämlich mehrfach runtergeklatscht auf den Tisch. Es gibt, glaube ich, einmal diese rosanen. Ich bin der Meinung, die sind wahrscheinlich für Mädchen. Wobei ich ja eigentlich nicht so viel davon halte, dass man immer sagt, das ist für Mädchen und das ist für Jungs. Und ich glaube, die hier, das sind die anderen, die sind für Jungs. Also ich habe auf jeden Fall 3 rosane. Und 2 in einer anderen Farbe, das zeige ich euch gleich nochmal unten. Aber vorher muss ich natürlich noch sagen, ich zeige euch mal wieder eine Marke. Also es geht um Kinderüberraschungen. Ich werde dafür nicht bezahlt, ich habe mir die selber gekauft. Die kosten 2,99 €. Also haben sie bei mir auf jeden Fall gekauft. Ich habe sie bei Edeka gekauft, aber ich glaube, die sind bei Rewe, nee, keine Ahnung, wo sind sie, wahrscheinlich ähnlich teuer oder genauso teuer. Deswegen steht auf jeden Fall hier oben Hashtag Werbung, weil ich jetzt wieder über diese Marke rede. So, um euch einmal kurz aufzuklären. Alles klar, also ich würde sagen, ich schalte schon mal runter und da sehen wir dann nämlich die verschiedenen Motive. Es gab noch mehr. Ich habe nicht nur diese hier gesehen. Es gab, glaube ich, noch ein weiteres rosanes Ei. Das war auch ganz süß, aber ich habe mich jetzt mal für die entschieden. Einmal der Marienkäfer, einmal dieser Hase, dann ist das andere rosane das hier, ein kleines Küken. Und es gibt noch ein Schaf, das habe ich nicht genommen, weil ich nämlich gedacht habe, so, ah, guck mal, es gibt bei denen hier auch ein Schaf. Da habe ich nämlich das schwarze Schaf genommen. Oh, das schwarze ausgeschlossene, das arme. Und einmal hier dieses gelbe mit dem Frosch drauf. Und hier gab es auch noch 2 andere. Oh Gott, was gab es denn da noch? Gab es da auch noch einen Hase und ein Schaf? Ich glaube, irgendwie noch ein Schaf, glaube ich. Wie auch immer. Wahrscheinlich seht ihr das schneller, wenn ihr das irgendwie kaufen geht. Ich weiß nicht genau, ob das irgendwie in Zusammenhang steht mit dem Inhalt. Wahrscheinlich nicht. Wir schauen auf jeden Fall mal, was so drin ist. Ich werde das mal vergleichen, ob in diesen Eiern hier, weil da jetzt nicht explizit Mädchenüberall drauf stand, und in denen hier verschiedene Sachen drin sind, ne? Dadurch, dass ich ja hier von den 3 habe, werde ich erstmal mit dem anfangen und dann machen wir halt immer so abwechselnd. Also einmal dieses und dann gucken wir gleich mal in das Blaue zum Beispiel rein. Bin ja mal gespannt, ne? Die Riesenüreier, Moment, soll ich noch mal ganz kurz im Vergleich zeigen? Moment, ich guck mal kurz eins. So, einmal noch mal im Vergleich. Oh, guck mal, das ist fast gar nicht hier mehr auf dem Bild drauf. Habe ich noch mal einmal so eins und auch noch mal eins hier von diesen in Blau, um einmal noch mal zu sehen, was da gerade in der Serie drin ist. Vielleicht kann man ja sowas zu Ostern verschenken, also an die Eltern. Falls ihr das verschenken wollt, könnt ihr einmal jetzt hier gucken, was da generell so drin ist, ob das vielleicht interessant ist für die Kinder. Und falls die Kinder unbedingt wissen wollen, was drin ist, dann könnt ihr natürlich jetzt gerne dranbleiben und gucken. Weil es gibt natürlich auch unterschiedliche Figuren, wie immer. Und es wird ja nicht jeder wahrscheinlich jede Figur automatisch haben. Ich weiß auch nicht, wie viele Figuren es da generell gibt. Das ist immer so ein bisschen schwierig bei den Maxi-Ü-Eiern und bei den Riesen-Ü-Eiern, weil ich glaube, da war nicht immer zu sehen, wie viele da tatsächlich drin sind. Oder? Also bei den Riesen-Ü-Eiern glaube ich auf jeden Fall nicht. Bei den Maxi-Ü-Eiern glaube ich auch nicht. Oh nein, ich habe es zerdroffen. Ich habe ein neues Wort erfunden. Ich habe es verdroffen. Ich habe es zerbrochen, wollte ich eigentlich sagen. Oh, guck mal, was ist das denn? Muss weg. Oh, lecker. Ich habe schon wieder so Hunger. Immer wenn ich das hier aufnehme, das ist genau die richtige Zeit. Vor allem die Rieseneier sind noch besser, finde ich. Also weil die Schokolade so richtig lecker dick ist. Und was sehen wir? Wir sehen ein verschiedenfarbiges Ei. Ist ja schon mal was etwas Besondereres. Besondereres? Gibt's das Wort? Eigentlich nicht. Die Ü-Eier bei den Videos, da schneide ich auch meistens nicht so viel, weil die sind nicht so lang. Da muss ich nicht so viel für euch zusammenschneiden. Ich glaube, das ist ein bisschen entspannter für euch. Da werde ich dann wahrscheinlich nicht so viel reden. Habt ihr schon was entdeckt? Ich noch nicht. Oh, ist das, was ist denn das? Beine? Wer ist das? Hallo, kennen wir uns? Hä, wer ist denn das? Ist das, was ist das? Ist das eine Barbie? Könnte das eine, ja! Ach, es sind mal wieder Barbies, okay. Ah, wer meinen Kanal schon länger kennt als die meisten hier, der weiß, dass schon mal Barbies drin waren. Und das habe ich nämlich auch schon mal geöffnet. Waren das auch in den Maxi-Eiern? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Barbies waren damals in den anderen Ü-Eiern drin. Oh, schaut mal. Ich glaube, es gibt nur 4. Nein. Es gibt, oh, okay. Ich glaube, es gibt nur 4. 4 verschiedene. Oh Gott, dann haben wir doch bestimmt nicht. Oh Gott, ich habe 3 Eier. Hoffentlich habe ich nicht immer die gleiche da drin. Aha, man kann hier noch was zusammensetzen. Da gibt es einen Kamm, da gibt es einen Spiegel. Was ist das jetzt? Ist das hier so eine Mode? Ist das eine Modefrau? Oder? Ich habe hier nur gesehen, die haben hier immer irgendwas dabei. Also die ist irgendwie ein Mikro. Die hat ein Mikrofon dabei. Ist die Sängerin? Vielleicht ist die irgendwie Stylistin oder sowas? Nee, Quatsch. Die ist wahrscheinlich eher Friseurin, wenn die einen Kamm dabei hat, oder? Dann ist die vielleicht Stylistin? So mit Sonnenbrille? Und die ist Ärztin? Sind das Berufe? Könnte das sein? Könnte das sein, dass wir hier so Berufsbarbies haben? Einfach mal zusammenbauen und mal gucken, was da so rauskommt. Muss man das hier aufschneiden? Ach nee, guck mal, muss man noch nicht mal schneiden. Kann man hier direkt so rausholen. Das ist ja cool. Hier haben wir einen Spiegel. Mal gucken, ob wir die Kamera finden. Hallo? Kamera. Da irgendwo ist die Kamera. Hallo? Hey. So, dann haben wir einmal hier den Kamm. Da kann man leider
nichts mit Cam außer seinen eigenen Haaren, aber leider nicht die Barbie. Kann man hier wahrscheinlich einfach so von oben reinsetzen. Und dann kann man den Spiegel hier an diesem Herz, das ist ja süß gemacht, kann man den hier so befestigen. Okay, die Idee finde ich ganz süß, dass man das hier so über das Herz stülpen kann und dass das dann so hält. Hält das denn auch? Moment, bevor ich jetzt hier irgendwas verspreche. Doch, das hält tatsächlich. Das ist ja nicht schlecht. Dann setzen wir die beiden hier einmal zusammen, die beiden Teile. Ist ja jetzt nicht so sonderlich viel. Okay. Spektakulär haben wir sie zusammengesetzt. Und haben eine Figur, die einfach da so steht. Da kann man die hier so wahrscheinlich reinstellen von oben. Und dann haben wir hier eine Barbie. So eine Hard Barbie. Also ich meine, die Figur an sich finde ich nicht schlecht. Ja, also ist sogar echt groß. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die in einem Maxi-Ei, also im Vergleich zu einem Maxi-Ei, ist die wirklich schon eigentlich ziemlich groß geraten, oder? Finde ich schon ganz krass. Und dann kann man hier den Kamm auch wieder abmachen, kann sich dann selber irgendwie mit kämmen, kann sich dann hier so angucken im Spiegel. Und kann den dann da wieder zurückstellen. Also finde ich jetzt nicht so schlecht. Ich muss gestehen, ich hatte ein bisschen gehofft, dass wieder Miraculous drin ist. Aber wir wurden enttäuscht. Leider kein Miraculous dieses Mal zu Ostern. Ich finde, das wäre eigentlich nicht schlecht gewesen. Weil ich weiß, wie gerne ihr immer Miraculous habt. Und ich habe auch schon so oft wieder gelesen, ich soll mal irgendwas von Miraculous machen. Aber es gibt gar nicht so viele coole Sachen, die man machen könnte. Es gibt auch keine Sammelkarten, glaube ich, oder irgendwie sowas. Das Einzige, was ich mal gedacht habe, was ich vielleicht mal machen könnte, ist, dass ich mir mal ein paar Sachen raussuche, die man so kaufen kann und dass ich die für euch irgendwie mal vorstelle und angucke, wie zum Beispiel Bettwäsche oder ich weiß ja nicht, was es da sonst noch so gibt, ob es irgendwie Spielzeug gibt. Es gibt, glaube ich, auch so Actionpuppen, aber die sind meistens relativ teuer und da muss ich mir überlegen, okay, lohnt sich das, das irgendwie zu kaufen oder ist das jetzt dann doch zu teuer, nur um euch das einmal zu zeigen? Ja, da muss ich nochmal gucken. Also ihr könnt immer gerne sowas in die Kommentare schreiben. Ich lese das schon. Ich muss halt immer nur gucken, ob sich das im Endeffekt auch lohnt. Weil wenn ich jetzt hier irgendwie so 100 Euro ausgebe, dann ist das natürlich schon ganz schön teuer. Oh, man spricht nicht mit vollem Mund. Na nu, wie ist das denn passiert? Mir ist gerade eingefallen, ich habe vergessen, mir eine Schüssel zu holen für die ganze Schokolade. Jetzt muss ich die hier wieder auf den Tisch verteilen. Oh Mann. Okay, das ist übrigens das Ei, was blau war. Und wir sehen, es sind komplett andere Sachen drin. Okay. Hey, was ist das? Das ist ein Angry Bird. Könnte das ein Angry Bird sein? Eine Klaviertastatur? Ich kann dir mal erzählen, ich habe ja auch mal Klavier gespielt. Ich habe tatsächlich 7 Jahre lang Klavier gespielt. Ich kann es, weiß ich nicht, ob ich es überhaupt noch kann. Das ist irgendwie ein Aufkleber. Das muss man irgendwo draufkleben. Aha, hier. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch ein Instrument spielt und welches Instrument ihr spielt. Und wenn nicht, welches ihr vielleicht gerne mal spielen würdet. Weil ich war damals total scharf darauf. Schon mit 3 Jahren habe ich einmal irgendwie einen Musiker gesehen, der hat Piano gespielt, so E-Piano. Und da stand ich als 3-jähriges Kind fasziniert vor diesem E-Piano und dann habe ich meine Mutter genervt. Ich habe gesagt, Mama, ich muss das spielen. Ich will Klavier spielen. Ich will Klavier spielen. Und dann habe ich 3 Jahre lang genervt und dann durfte ich irgendwann Klavier spielen. Das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. War eine tolle Erfahrung auch für mein Leben und auch ganz viel so, um mit Musik irgendwie zu tun zu haben. Das war schon auf jeden Fall eine tolle Sache, wenn man sich für Musik interessiert. Was ist denn das hier? Ich bin die ganze Zeit darüber überlegt, was das für ein komischer Knopf ist. Kann man da drauf drücken? Ich glaube nicht. Und dann haben wir hier diesen Vogel, der irgendwie, keine Ahnung, auf dem Keyboard spielt oder so. Der singt offensichtlich auch noch dazu. Ja, das ist ein sehr begabter Vogel. Ich weiß nicht, wie die Serie heißt. Mal gucken, ob das hier draufsteht, ob wir das hier irgendwie finden. Vielleicht gibt es ja so Musikervögel, oder? Ja! Das sind Musikervögel. Das heißt, man könnte eine Band zusammenkriegen. Also es gibt insgesamt 5 verschiedene. Wir haben jetzt den hier hinten. Der Keyboarder, der leise im Hintergrund sozusagen die Musik macht. Vielleicht kriegen wir den ja noch. Das wäre cool hier, den Sänger. Oder den Schlagzeuger. Oh, ich wollte immer so gerne Schlagzeug spielen, ne? Hä, was kann der? Kann der was draufdrucken? Sieht fast so aus, als ob der irgendwas... Hier irgendwie eine Note oder so. Wenn man das hier so dazwischen schiebt. Moment, das muss ich mal testen. So, ich habe jetzt hier mal mein schlaues Buch und dann versuchen wir das mal. Da schreibe ich mir immer meine Notizen auf, wenn ich zum Beispiel grüßen will. Ups, und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich vergessen habe, jemanden zu grüßen. Das mache ich jetzt gleich mal. Aber erstmal will ich mal gucken, was passiert. Moment, ich gehe mal zur Seite. So, und dann mache ich hier, drücke ich hier und dann passiert irgendwas. Passiert dann was? Au! Oh, so, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr das sehen könnt. Das ist eingestanzt. Also wenn man jetzt hier so drüber fasst, haben wir hier so eine kleine Note eingestanzt. Okay, das ist ja ganz cool. Ich dachte, das ist irgendwie, wird so gedruckt oder sowas, dass das ein Stempel ist. Aber nein, das ist irgendwie so ein Stanzkissen. Das heißt, das kann auch nicht leer werden. Okay, die Idee finde ich ganz cool, muss ich sagen. Ja, das finde ich auf jeden Fall ist eine süße Idee. Schauen wir mal, da werden wir bestimmt noch irgendeinen anderen... Ich hoffe, wir werden auf jeden Fall noch einen anderen haben als den jetzt hier. Als nächstes machen wir das auf und dann haben wir als nächstes mal einen kleinen Liebesgruß. Fand ich irgendwie so süß, habe ich nur gelesen. Die Summer, die grüßt ihren Schatz Finn
Okay, dann grüßen wir mal den Schatz Finn und grüßen natürlich auch alle, die Summer und Finn heißen. Und noch einen kleinen Familiengruß. Die Lena grüßt nämlich ihre Mama Nadine und die Schwester Johanna. Und die grüßen auch mal wieder alle, die so heißen. Ich dachte nämlich nur so, weil ich ja hier immer so ein bisschen weniger schneide, kann ich ja dann in der Zeit, wenn ich mal gerade nichts sage, auch mal jemanden grüßen. Obwohl ich ja eigentlich gesagt habe, ich grüße nicht mehr ganz so viel. Wobei ich finde, ich grüße auch nicht ganz so viel mehr, oder? War vorher schon ein bisschen mehr. Ah ja, okay, hier stellen wir wieder fest, das sind wieder die zweifarbigen Eier und die sind wahrscheinlich wieder mit Barbie bestückt. Es wird wahrscheinlich immer in den ganzen rosen Eiern die Barbie-Serie sein. Hoffentlich, drück mir die Daumen, etwas anderes bitte. Ja, es sieht gut aus. Okay, es sieht gut aus, es ist schon eine andere Farbe. Ja, sehr schön. Dann kann ich euch verschiedene zeigen. Das finde ich immer sehr gut, wenn ich euch verschiedene Varianten zeigen kann. Und jetzt haben wir sogar noch irgendwie ein Kleid. Sieht ein bisschen aus wie so eine Schürze. Es wird wahrscheinlich keine Schürze sein, aber es ist irgendwas Ähnliches hier. Oh, wie cool. Wir haben die mit dem Mikrofon, glaube ich. So, einmal hier zusammensetzen. Alter Schwede, was hat die denn hier? Gott, die hat hier ein klitzekleines Gesicht nur. So mega viele Haare und so ein kleines Gesicht. Da finde ich ehrlich gesagt die andere so ein bisschen hübscher noch als die, oder? Ich finde das Gesicht hier nicht so... Also ich glaube, ich mag persönlich dieses Gesicht ein bisschen lieber. Ich finde, das hier ist so ein bisschen eingeditscht. Naja, aber ist ja Geschmackssache. Vielleicht ist das ja auch irgendwie aus Versehen oder so passiert. Und dann muss man das hier noch reinstecken oder was? Oder wie funktioniert das? Moment, ich muss mal kurz gucken. Also hier ist es mal wieder so, dass sie hier drin stehen muss irgendwie. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Doch, ich glaube, man muss sie hier so unterhebeln. Hier sind unter den Herzen sind so kleine Ausbuchtungen. Sieht man das? Ah ja, guck mal, hier von unten kann man das auch sehen. Ich glaube, man muss das einfach hier so runterziehen. So rum. Upsa. Wenn ich den einen drin habe, dann ist der andere wieder draußen. Na toll. Na toll. Jetzt habe ich es, glaube ich. So, jetzt kann sie hier so auf diesem Herz stehen. Und das, warum sie die Arme nämlich so hält, das ist eigentlich hier ihre Gitarre. Hier hat die ja so einen Griff, da muss der irgendwie um die Hüfte rum. Und da oben kommt er dann... Hier oben muss er irgendwie oben drüber, ne? So. So hält sie. Und was ich nämlich auch noch ganz Interessantes gesehen habe... Ach so, jetzt habe ich hier schon angezogen, habe noch gar nicht den Rock angemacht. Oh nein! Hier, da muss ja noch der Rock dran. Und sie leuchtet im Dunkeln. Also das heißt, man kann sie wahrscheinlich aufladen und im Dunkeln leuchtet das dann. Und wenn man sie nicht da stehen lassen will, dann kann man das Teil hier einfach an den Rucksack oder irgendwo anders befestigen und kann den dann mitnehmen. So als Anhänger. Okay, und der Rock, der muss nach vorne so geknotet sein. Ist natürlich doof. Jetzt muss ich einmal noch mal kurz die Gitarre wieder abmachen. Schade, jetzt hält sie gerade zu schön. Eben dachte ich noch so, nein, ich krieg das nicht hin. Und jetzt kriege ich es nicht mehr ab. Wir knüpfen das hier nochmal rum. Ich muss gerade sagen, dass ich hier, wenn ich das hier so sehe, denke ich an das Unboxing mit Ben zusammen. Das ist schon etwas länger her. Da haben wir mal die Eiskönigin geöffnet, also Frozen. Das war auch sehr cool. Da gab es nämlich auch so coole Kleider, die man da befestigen konnte um den Körper herum. Ich glaube sogar, hier könnte man ja eigentlich auch so ein bisschen zum Beispiel oben rum, oder? Könnte man da nicht auch so ein bisschen sich was ausdenken? Na egal, wir machen es einfach jetzt mal hinten zu. So, ich glaube, jetzt habe ich es nicht ausspiele, wie ich gerade rumgeeiert habe. Okay, man könnte das natürlich jetzt auch noch ein bisschen hübscher machen. Man könnte das wahrscheinlich hinten auch noch abschneiden. Also so sieht es jetzt mal gerade nicht so schön aus, wie hier auf der Verpackung, also auf der Beschreibung. Ich muss sagen, ich wäre sowieso eher der Freund davon, das gar nicht anzuziehen. Das ist so ein bisschen wie mit Stickern. Braucht man nicht unbedingt immer. Jetzt kriege ich es nicht mehr rüber. Oh Mann, das war doch eben so schön. Das hat doch eben so gut funktioniert. So, so. Nimm es. Halt es. Jetzt ist nämlich das komische Kleid hier im Weg. Ja, okay. Also so würde es auf jeden Fall gehen. Sieht jetzt nicht so schön aus, finde ich, mit dem Kleid. Ja, okay. Also ich finde die andere auf jeden Fall besser. Aber man kann hier mit dem Ding, kannst du natürlich mal wieder an- und ausziehen. Ich habe es jetzt auch nicht ganz so festgeknotet, weil falls man das nochmal ausziehen möchte, kann man es vielleicht auch nochmal ausziehen. Man könnte es ja jetzt auch richtig festmachen oder vielleicht sogar eine Schleife reinmachen. Aber das habe ich jetzt auf die Schnelle gerade nicht so hinbekommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Wir gucken uns mal den Frosch hier an. Das gelbe Ei mit dem Frosch. Ich denke mal, da wird wahrscheinlich auch wieder ein Vögelchen drin sein. Ich grüße dann nochmal in der Zeit hier die Rebecca. Die hat unter so viele Videos irgendwie ein Gedicht geschrieben. Und ja, wir grüßen alle, die Rebecca heißen. Und Julia grüßt ihre beste Freundinnen Annalena und Lena. Und wir grüßen auch wieder alle, die so heißen. Lena habe ich, glaube ich, so oft jetzt schon gegrüßt in der letzten Zeit. Unfassbar, wie viele hier von euch Lena heißen. Und Annalena ist ja auch eigentlich schon relativ ähnlich, ne? Und Lea auch. Und Lea hat nämlich auch ein Gedicht geschrieben. Sie hat fast das gleiche Gedicht geschrieben, übrigens wie Rebecca. Das wäre natürlich schon cool, wenn ihr euch selber noch was ausdenkt, weil das ist immer so ein Standardgedicht. Das kenne ich mittlerweile auch. Das schreiben sehr viele. Aber wenn man sich das selber ausdenkt, ist es noch cooler. Oh, wir haben was Neues. Okay, wir haben einen... Welcher ist denn das? Ah, das ist der mit dem Schlagzeug. Yay! Gott, der ist ja mega engagiert. Okay, das ist einer von denen, den ich mir auf jeden Fall gewünscht habe. Ich habe ja gesagt, entweder der oder gerne der Leadsänger. Aber jetzt haben wir den Schlagzeuger bekommen. Cool. Schade, wir werden ja nicht noch einen bekommen. Aber ich glaube auch nicht, dass ich mir noch welche von den Eiern kaufen werde. Weil ich finde 3 Euro... 3 Euro. Doch, es sind 3 Euro fast. Finde ich schon relativ
Ne? So, als Osterei finde ich, kann man das schon mal ganz gut machen, kann man schon mal ganz gut kaufen, weil das dann doch irgendwie wieder was Besonderes ist. Hier gerade aber gucken, hä, was wollen die von mir? Ich glaube, man muss das hier so durchschieben, ne? Ist das dann oben? Sieht ein bisschen so aus, als ob das hier irgendwie eine Farbe ist. Kann man da was mit malen? Okay, ich guck mal ganz kurz irgendwie auf die Anleitung, ob das irgendwie einen Sinn hat, ob das irgendwie bestimmt auf eine Seite so, eine bestimmte Seite haben muss, wie rum das da rein soll. Also das hier ist auf jeden Fall der, den wir haben. Dann haben wir einmal hier rot und einmal blau, die Drums. Ach nein, habe ich ja doch recht gehabt. Da kann man Wasser reinmachen und dann kann man mit dem malen. Okay, das ist ja lustig. Ja, wir setzen jetzt auf jeden Fall erstmal natürlich das Schlagzeug zusammen. Wir sehen ja hier einmal die Sterne, da die Sterne, dann muss man das hier so zusammenfügen. Muss ich nur gucken, dass ich das hier auch richtig reinkriege. Aber bleibt dann ja gar nicht so viel über, ne? Da gibt es extra eine Schiene. Das sieht cool aus hier mit der Trommel, mit der Bassdrum. Und dann muss das hier tatsächlich oben rein. Moment, aber einmal gucken. So gehört das nämlich, genau. Blau gehört auf die Seite und das Rote gehört auf die. Ja, jetzt passt das ja auch besser. Hält das auch? Ja, hält. Und dann wollte ich euch vorher natürlich nochmal den hier zeigen. Da oben ist nämlich der kleine Pinsel. Sieht so ein bisschen aus, als hätte er hier so ein Tuch mit so einem kleinen Pommel oben dran. Aber eigentlich ist das der Pinsel. Da kann man hier das Wasser reinmachen. Zum Beispiel hier in die Mitte. Da so Wasser rein. Und dann tuckt man hier in das Blaue rein. Und dann kann man hier mit dem Vogel so malen. Oder hier in das Rote. Man kann mit dem Vogel malen. Man hat natürlich leider nur zwei Farben. Das ist also etwas beschränkt, aber naja. Und sonst sitzt er dann hier an seinem Schlagzeug. Schreibt mir bitte immer unbedingt gerne, was ihr von den Figuren haltet. Also wie findet ihr das? Würdet ihr euch darüber freuen, wenn ihr jetzt irgendwie so eine Figur habt, kriegt da so ein Ei und habt dann so eine Figur drin? Wie findet ihr die? Ihr seid da frei mit eurer Meinung. Sagt mir gerne, was ihr da irgendwie, wie ihr das findet. Einmal nochmal kurz hier zum Vergleich. Wir haben einmal den hier mit dem Keyboard und einmal den, weil von denen werden wir jetzt nicht noch mehr bekommen. Okay, dann haben wir noch ein letztes und das ist natürlich das Barbie-Ei. Und in dem Barbie-Ei, hoffentlich natürlich eine andere. Vielleicht die Ärztin, das wäre ja auch mal ganz interessant zu sehen. Aber glaubt ihr, dass das sowas ist, dass das zum Beispiel hier das eine eine Friseurin sein soll und das andere ist hier eine Musikerin? Also, oder ist, vielleicht ist das sogar einfach ein Star, weil die hat ja auch so eine Star, also eine Sternengitarre und ist schon so ein bisschen aufgehübscht und so. Oh, hoppala. Nein. Ich glaube, ich muss es vernichten. Ich glaube, es muss weg. Ah. Ich weiß, ich opfere mich immer auf für euch. Ich muss das hier immer vernichten. Schreckliche Aufgabe. Okay, einmal nochmal Daumen drücken, bitte, dass wir eine neue bekommen. Ja, ja, ja. Oh nein, ich glaube, von der Farbe her. Nein. Ach nö, jetzt kann ich. Ärgerlich ist denn das jetzt? Das ist doch richtig blöd. Da gibt man so viel Geld aus, ne? Stellt euch mal vor, ihr kauft die. Also es war ja jetzt bei mir in dem Fall so. Ich habe jetzt für zwei gleiche 6 Euro ausgegeben. Das ist schon echt fies. Ich bin echt unglücklich, dass ich die jetzt nochmal habe. Das ist echt doof. Nee. Ja, gut, okay. Ja, was soll ich machen, ne? Jetzt habe ich die nochmal, aber ich ziehe jetzt nicht nochmal das doofe Kleid da an. Das nervt mich. Ja, toll. Okay, jetzt haben wir halt nochmal die gleiche und... oh Mann, das ist irgendwie voll doof. Ich glaube, das hatte ich aber noch nie so richtig, ne? Dass ich mir irgendwie von den Großen so welche gekauft habe und habe dann das gleiche drinnen gehabt. Das ist blöd. Naja. Ich hoffe mal, dass mir... Ach nee, kann mir ja gar nicht passieren. Ich wollte gerade sagen, dass mir das bei den Rieseneiern nicht passiert. Oder denken sie sich eigentlich gar nicht so, dass man immer mehrere kauft? Wahrscheinlich ist das eher so, dass man sich da mal eins von kauft und die gar nicht unbedingt sammeln will, ne? Ach, jetzt kriegt das ja nicht rein, Manu! Okay, so ungefähr könnte es klappen. Ja, toll. Naja, ihr könnt ja mal sagen, welche ihr besser findet, ob ihr die oder die besser findet. Ich glaube, ich finde die hier irgendwie besser. Ich mag die lieber von ihrem Gesicht und auch von der Pose her. Wobei, die ist natürlich irgendwie ein Star, ne? Das ist ja auch ganz cool. Nein, aber ich glaube, ich finde trotzdem die andere besser. Und von den Vögeln finde ich den mit dem Schlagzeug, glaube ich, besser. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, welche von den Figuren ihr besser findet, auch generell, ob ihr die Eier von den Mädchen besser findet oder die von den Jungs. Ich glaube, in diesem Fall finde ich tatsächlich auch die von den Mädchen besser. Ja, ich finde die, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich finde die von den Mädchen besser. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich gesagt, dass ich die von den Jungs besser finde. Glaube ich. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was in den Riesen-Ü-Eiern drin ist. Ob da, ich glaube, da sind komplett andere Serien drin, wahrscheinlich. Ich weiß aber nicht, welche. Und danach kommen auf jeden Fall auch noch die Playmobil-Eier, die ganz neuen. Die habe ich ja noch nicht geöffnet. Die alten könnt ihr euch ja auch sonst nochmal angucken, falls ihr euch noch für Ostersachen interessiert. Oder auch die letzten Videos. Das ist ganz viel, was ein bisschen immer noch, ganz viel, was ein bisschen, ja. Ganz viel, was man noch sich zum Beispiel zu Ostern irgendwie wünschen könnte oder was man zu Ostern verschenken kann. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Egal, zu welchem Thema. Es gibt immer wieder was Neues. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.